Die Nachricht, die heute die Märkte am meisten bestimmt hat, war sicherlich die Produktionskürzung durch die OPEC, die die Fördermenge ja um über 1 Million Barrel senken will und senken wird. Und die Märkte haben sich gedacht, nicht gut, weil dann der Ölpreis steigt, das hat er heute ja gemacht, und dann Inflation schwieriger zu bekämpfen sein wird durch die US-Notenbank Fed. Aber ich glaube, von dieser OPEC-Förderkürzung geht ein ganz anderes Signal aus, und dieses Signal hat heute Kuwait etwa erklärt, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt die Fördermenge preemptive gekürzt aufgrund der ökonomischen Bedingungen. Mit anderen Worten, Kuwait sagte ziemlich klar, naja, wir rechnen mit einem wirtschaftlichen Abschwung, deswegen haben wir die Produktion in Erwartung schwächerer Nachfrage gekürzt, damit kommen wir einer Entwicklung zuvor, wir sind sozusagen proaktiv auf die Dinge zugegangen, und die Märkte, die haben sich, glaube ich, auf ein ganz anderes Thema irgendwie da eingeschossen, nämlich auf Inflationsthema durch steigenden Ölpreis. Auch das Weiße Haus hat ja gesagt, finden wir jetzt nicht so ratsam, was ihr da macht. Außerdem ist der Plan der OPEC, das Öl im Boden zu lassen, nicht konform mit dem Klimaplan der Regierung. Das ist natürlich ein schwerwiegender Punkt, kleiner Scherz am Rande. Aber eins ist aus meiner Sicht klar, die OPEC hat etwas begriffen. Das sind Praktiker, das sind Leute, die mit Märkten zu tun haben, weltweit, die sehen etwas. Die Fed, das sind Akademiker, die sitzen in ihrem Elfenbeintürmchen, haben Theorien, zum Beispiel, dass aufgrund der demografischen Entwicklung eben Deflation das große Problem sein wird. Und die werden jetzt praktisch rechts ganz eindeutig überholt von Leuten, die wirklich wissen, wovon sie sprechen, weil sie eben diesen Überblick praktisch weltweit über die Energiemärkte haben. Die spüren sehr früh, sehen sehr früh, wenn Nachfrage nachlässt, was da los ist. Und dementsprechend hat die OPEC im Grunde heute ganz klar ein Signal gegeben, das die Märkte aber überhaupt so nicht gedeutet haben, aber aus meiner Sicht relativ eindeutig ist. Und wie Andreas Denno Larsen sagt, es würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten Tagen der Ölpreis fällt. Denn das ist das übliche Muster, 1, 3 und 6 Monate nach einer Produktionskürzung. Hier sehen wir das, wenn zum Beispiel hier ein Cut kommt, dann ist ein Monat danach der Ölpreis durchschnittlich um 4,5% gefallen, 2 Monate danach um 5,6%. Dann ab 3. Monat erholt sich es dann und dann wird es immer besser. Das heißt, solche Kürzungen der Fördermenge, die könnten ja nach Adam Riese Logik, ja, weniger Angebot bei gleichbleibender Nachfrage müsste den Preis doch letztendlich nach oben bringen. Die OPEC weiß eben, warum sie die Produktion kürzt, eben weil sie mit einer schwächeren Nachfrage rechnet. Und so sehen wir, dass es eben so ist, dass letztendlich das ein Schwächesignal ist, dass das ein Konjunktursignal ist, das wir hier gesehen haben. Und jetzt vergleichen wir das mal mit der Fed. Hier hat sich James Ballard geäußert, der gesagt hat, naja, also schwer zu sagen erstmal, was jetzt ein höherer Ölpreis für die Zinsen bedeuten mag, naja, wenn er denn höher ist. Und er sagte dann, die Märkte fokussieren sich zu stark auf die Bankengeschichte, und die Märkte sollten in Sachen Zinsausblick eher auf mich hören, so sagt er es. Und ganz wichtig auch, Strong Job Market, der gibt uns die Möglichkeit, der starke Arbeitsmarkt. Dadurch haben wir noch viel Raum, viel Arbeit vor uns in Sachen Inflationsbekämpfung. Ergo, Ballard sagt, der Arbeitsmarkt ist stark, also wird die Inflation hoch bleiben, also müssen wir noch einiges bei den Zinsen machen. Aber ich denke, der Arbeitsmarkt in den USA, der wird sehr bald anfangen, klare Krisenzeichen zu zeigen. Heute, wir hatten ja diese ganzen Entlassungen im Tech-Bereich, aber jetzt kommt langsam eben diese ganze Geschichte auch bei den anderen, bei den herkömmlichen Firmen an, zum Beispiel McDonald's, da hat man jetzt mal vorsorglich alle Büros geschlossen, nicht die Filialen oder nicht die Niederlassungen dort, sondern die Büros, weil man eben Layoff-Notices geben will. Wer weiß, was da los ist. Das ist so ein bisschen mysteriös, aber auf jeden Fall wird es bei McDonald's Entlassungen geben. Und dann hatten wir heute um 16 Uhr den ISM-Index. Schlechtester Wert seit Mai 2020, also direkt nach der Corona-Rezession, die ja sehr kurz war. Der Index auf 46,3 abgerutscht. Jetzt sagt manch andere,
Weil die Märkte natürlich zunächst mal positiv reagiert haben. Aus dieser Logik, schwache Konjunkturdaten heißt, die Fed muss die Zinsen nicht so weit anheben. Naja, ist doch super. Je tiefer der ISM-Index geht, umso mehr iPhones wird die Fed kaufen, um sie dann ihrer Bilanzsumme hinzuzufügen. Ein großartiger Gedanke. Hier sehen wir mal neue Orders schlechter, Production, Employment, also auch Beschäftigung deutlich schlechter. Wir sehen Inventories. Deliver Times, also das war schon ein ziemlicher Rundumschlag der Schwäche. Wie gesagt, schwächster Wert in der Headline seit dem Mai 2020. Und wenn wir wie heute bei einem ISM-Index Gewerbe bei 46,3 stehen, dann, und diese Zahlen gibt es seit 1948, ist es das 16. Mal, dass das passiert ist. Und in 12% dieser 16 Fälle, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 75%, war es so, dass dann eine Rezession gekommen ist. Es gibt 4 Ausnahmen, April 2003, Januar 96, April 67 und April 1952. Also, das hat schon eine gute Prognosekraft. Wir haben ja Frühindikatoren ganz massiv im negativen Bereich schon längere Zeit, und der Hauptgrund dürfte jetzt für diese Rezession sein der Credit Crunch, also die strengere Kreditvergabe der Banken aufgrund vor allem zunächst mal der Bankenkrise, aber die ahnen dann auch, wenn wir Kredite vergeben, so steigt jetzt mit diesem wirtschaftlichen Abschwung, der auf uns zukommt, eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass Kredite ausfallen. Das heißt, bestimmte Leute bekommen keine Kredite nicht mehr. Hier sehen wir mal, dass die Hälfte aller Banken etwa derzeit, und das war vor der Pleite der Silicon Valley Bank, diese Daten, neuere Daten gibt es noch nicht, dass also praktisch schon vor der Bankenkrise die Kreditvergabestandards deutlich strenger geworden sind, auch bei den kleineren Firmen NFIB, die etwa 50% der gesamten Angestellten beschäftigen in den USA. Da geht es deutlich nach oben mit der Antwort auf die Frage, ist es schwieriger, jetzt Kredite zu bekommen als vorher, sagen immer mehr Firmen eben ja, es ist schwieriger. Und das ist auch der Grund, warum Mike Wilson von Morgan Stanley eben sagt, auch diese Tech-Rally, die ja massiv war, wird nicht lange anhalten, weil eben die Earnings, weil vor allem die Gewinne deutlich schlechter ausfallen werden. Jetzt hat Michael Wilson natürlich schon länger gesagt, naja, vorsichtig bei dieser Rally, aber ich glaube, er hatte eben in der Begründung einen sehr validen Punkt. Schauen wir uns heute mal die Indizes an. Überraschendes Muster, normalerweise immer der Nasdaq sehr stark, heute Dow Jones am besten. S&P fast unverändert, Nasdaq dagegen schwach, VIX ein bisschen gestiegen, und hier hat ein Twitter-Account das so zusammengefasst, das heutige Marktgeschehen. Naja, erst hat man gedacht, dieses Inflationsnarrativ kriegt Auftrieb, eben durch den steigenden Ölpreis nach dieser OPEC-Entscheidung. Dann kam aber die ISM-Entscheidung, dadurch wieder Disinflationsthematiken. Und dann hat man erstmal gekauft, also der Nasdaq zum Beispiel ist gestiegen nach den schwachen ISM-Daten, um dann zu realisieren, naja, in der Summe ist ja eine schwache Wirtschaft auch nicht so gut für Aktien. Und in der Tat, wir haben jetzt mit dieser Rallye vor allem eines gesehen, es gibt ja die sogenannte Price-Earnings-Ratio, also Preis einer Aktie in Relation zu Gewinn und Umsatz. Und hier sehen wir, dass bisher nur das P nach oben gegangen ist, aber nicht das E, also der Preis. Das heißt, die Aktien sind teurer geworden, ohne dass sich die fundamentale Situation der Unternehmen verbessert hätte. Im Gegenteil, die hat sich sogar latent verschlechtert. Und jetzt trifft das Ganze in einen Markt, der vor kurzem noch stark überverkauft war in der Bankenkrise. McClellan Oscillator bei minus 99 hat man nicht allzu oft, kommt, naja, so alle paar Jahre mal vor oder kommt so 2, 3, 4 Mal in 5 Jahren vor durchschnittlich. Und jetzt sind wir bei einem Wert von 86 gewesen. Auch das nicht gerade typisch, also stark überverkauft. Das gilt vor allem für die Tech-Werte. Wir haben jetzt eben beim VIX, bei der Vola, ja, eine wichtige Unterstützungsmarke getestet oder diese Aufwärtstrendlinie, die bisher immer dann gehalten hat. Wir sehen heute ja einen leichten Anstieg des VIX, und hier sehen wir den Nasdaq, da sagen ja viele, das ist ja bereits ein Bullenmarkt, weil wir jetzt schon 20% und ein bisschen mehr sogar gestiegen sind seit den Tiefs. Und das ist jetzt dann der dritte Bullenmarkt, den wir in etwa einem Dreivierteljahr erleben. Wir hatten die Rallye im Sommer, August bis August 2022, dann hatten wir nochmal diese Oktober bis Dezember Rallye, dann ging es ja nach unten im Dezember, und dann kam ab Anfang Januar
Diese Rallye, also dafür, dass wir schon dass wir schon dreimal jetzt im Bullenmarkt sind, ist das schon ein bisschen erstaunlich, dass wir immer wieder im Bullenmarkt sind. Das ist etwa so wie bei Rauchern, die sagen, aufhören zu rauchen ist ganz einfach, habe ich schon 57 Mal gemacht. Dementsprechend sollte das vielleicht ein bisschen zu denken geben. Und wenn wir uns mal anschauen, dass jetzt auf Quartalsebene, obwohl das Quartal ja sehr bullisch war oder sehr gut abgeschlossen hat, der Nasdaq etwa mit dem stärksten März seit dem Jahr 2010 oder seit dem März 2010 mit 8% Anstieg. Aber wir sehen, wie Game of Trades hier zeigt, ein empirisches MACD-Cross. Das gab es zuletzt in Finanzkrise und davor in Dotcom-Krise oder Dotcom-Blase. Muss diesmal nicht so krass kommen, aber technisch ist da durchaus was drin, zumal wenn wir uns mal anschauen, wie die Top 20 Aktien im S&P 500 performt haben. Eine Nvidia mit 90% seit Jahresbeginn, net schlecht. Meta 76%. Das ist dieser Anstieg natürlich jeweils total gerechtfertigt, weil ich das die Geschäftsaussichten für beide Unternehmen so massiv verbessert haben, dass diese Gewinne ebenso wie bei Tesla mit 68% natürlich total gerechtfertigt sind. Und Jim Cramer von CNBC hat schon am 11. April 1912 gesagt, also dieses Schiff ist unsinkbar. Ich weiß jetzt nicht, welches Schiff er genau meint, was hier der abgebildet ist, aber Jim Cramer ist zuverlässig, meine Damen und Herren, und zuverlässig ist auch der Elono, der ja manchmal so ein bisschen über die Stränge schlägt, aber heute die Tesla-Aktie mal im Minus wieder mit 6%, nachdem die Auslieferungszahlen für Tesla-Fahrzeuge unter der Erwartung geblieben waren. Aber vor allem die Aussage von Elon Musk kürzlich, dass er hat ja Twitter für roundabout 44 Milliarden Dollar gekauft, dass Twitter jetzt vielleicht noch die Hälfte wert sei oder aktuell mit der Hälfte bewertet sei. Das hat sozusagen diese Kredite in Schieflage gebracht, die er sich genommen hat, um Twitter übernehmen zu können. 13 Milliarden in Loans. Das ist jetzt sozusagen ein bisschen unsicherer geworden, diese 13 Milliarden, schlichtweg, weil da auch als Collateral Twitter eben Aktien hinterlegt sind. Das heißt, das ist eine Sicherheitsleistung, dass man sagt, okay, hinterlegst du ein paar Twitter-Aktien als Sicherheit, aber wenn eben jetzt Twitter vielleicht noch die Hälfte wert ist von dem, was Maske bezahlt hat, wird die ganze Geschichte eben weniger wert. Das andere Thema ist die Bankenkrise, wie gesagt, die zu diesem Credit Crunch führen wird. Und die wird nicht aufhören. Warum soll sie aufhören? Jetzt kommt sozusagen die zweite Runde. Die Leute checken, Mensch, da kriege ich 4,5% bei diesen Geldmarktfonds. Das wird sich jetzt immer mehr rumsprechen. Gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Banken fangen an, die Zinsen nach oben zu nehmen, also auf die Einlagen. Dann aber geht das auf Kosten der Profitabilität. Oder die Fed senkt die Zinsen wieder massiv. Dann geht das auf Kosten der Inflationsbekämpfung. Beides scheint problematisch zu sein. Und wenn wir jetzt mal ins Geopolitische kommen, wir haben ja heute auch schwache Daten aus China etwa bekommen. Kaixin-Einkaufsmanager-Index deutlich schwächer als erwartet. Das deutet darauf hin, weil jetzt schon die Bestellungen für Weihnachten aus dem Westen so langsam ankommen, dass da die Nachfrage auch schwächer wird. Und auch interessant ist, dass der Yuan in Russland den Dollar als wichtigste Fremdwährung inzwischen ersetzt hat. Das war im Februar schon so, ist jetzt im März noch ausgeweitet worden. Und in Sachen Energie, da lässt sich die EU etwas Neues einfallen. Man will nämlich jetzt diesen TTF, diesen bisher maßgeblichen Gaskontrakt, der in Amsterdam gehandelt wird, jetzt ersetzen durch einen neuen Referenzkontrakt, der günstiger ist als der TTF, der also niedriger notiert. Man will also auf anderen Seite, praktisch mit anderen Worten, will man die Preise für Gas noch weiter runterbringen. Zumindest die an der Börse gehandelten Preise. Russland dagegen verkauft mehr Öl per Tanker als je zuvor. Das heißt, man versucht sozusagen seine Einnahmesituation zu verbessern, aber die russische Wirtschaft steht perspektivisch vor sehr, sehr großen Problemen von Arbeitskräftemangel über die stückweise immer stärkere Wirksamkeit der westlichen Sanktionen. Putin hat nicht umsonst jetzt gewarnt, oh, das könnte eine Schwächung der Wirtschaft sein, die westlichen Sanktionen. Das könnte ein Problem werden. Damit bereitet er seine Bevölkerung darauf vor, dass die Zeiten schwieriger werden, ökonomisch gesehen, denn viele Sachen gingen eine Zeit lang. Irgendwann geht es nicht mehr. Autoindustrie wird das sehr früh merken. Andere Bereiche, Technologie insgesamt, da fehlen dann Chips, da fehlen westlicher Nachschub.
Also das wird sich schon auswirken und auswirken tut sich natürlich auch Demografie, meine Damen und Herren. Schweden und Deutschland waren 1980 die ältesten Länder der Welt. Nimmt man mal den Prozentanteil der Bevölkerung, die über 65 sind. Das war in Schweden damals 16,3%, in Deutschland 15,7%. Aktuell ist es Japan mit 29,8%, vor Italien 23,7%. Deutschland ist gar nicht mehr in der Liste. Und 2050 wird es China und Hongkong sein mit 40,6%. Das hat massive Auswirkungen auf alles, was mit Wirtschaft, mit Ökonomie, mit Finanzmärkten zu tun hat. Gefolgt von Südkorea 39,4. Die Koreaner haben ja, glaube ich, eine Geburtenrate unter 1,0 extrem. Und dann wird Japan und Italien folgen. Also das sollten Sie anschauen, diese Liste, denn dann wissen Sie, welche Märkte Probleme bekommen werden oder welche Regionen Probleme bekommen werden. Probleme gibt es auch im Immobiliensektor. Wir sehen jetzt die Immobilienpreise im ersten Quartal um 1,9% weitergefallen. Immobilienkredite mit großem Absturz. Das heißt, es werden kaum mehr Immobilienkredite vergeben. Erster Artikel. Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Gleichzeitig hat rund 5% der arbeitenden Bevölkerung seit 2020 erstmals eine Aktie gekauft. Also da hat sich etwas verschoben. Vorher waren die Deutschen ja immer nur wild auf Immobilien, aber Aktien wollten sie nicht. Hat sich ein bisschen geändert, aber bitte diesen Artikel lesen, damit Sie wissen, wie da die Dinge sich verhalten. Jetzt haben wir bei der EZB Klartext durch Mario Monti, der ehemalige italienische Regierungschef, der gesagt hat, also die EZB hat in der Inflation oder mit der Inflation total versagt, erstmal verharmlost. Man hat gedacht, das wird schon vorübergehen. Jetzt hat man so viel Glaubwürdigkeit verloren, dass man verdammt ist, letztendlich die Zinsen anzuheben. Sie sind verdammt, wenn sie es tun und verdammt, wenn sie es nicht tun. Also das ist jetzt eine dramatische Lage. Holzmann, das österreichische EZB-Mitglied, hat heute gesagt, also ein halber Prozentpunkt Anstieg bei der nächsten Zinsentscheidung ist auf dem Tisch, aber das wird schwierig. Also hier die Kritik an der EZB, die nimmt zu. Sie kennen diese Kritik vielleicht von mir. Zweite Artikelempfehlung und dritte Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, die EZB warnt vor einem Billionenrisiko durch Immobilienfonds und wir sehen etwa bei Blackstone, die ja jetzt Anfragen hatten von 4,5 Milliarden Dollar, die wollten Anleger da wieder rausziehen, aber das kann man nicht machen, weil praktisch dieser Fonds sonst ein Riesenthema hätte und weil man das Geld eben auch nicht so schnell rauskriegt, sonst müsste man Immobilien verkaufen. Das ist die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Das ist auch eines der großen Themen der Commercial Real Estate Bereich, also der Gewerbeimmobilienbereich. Da braut sich aus meiner Sicht einiges zusammen, aber lesen Sie selbst drei Empfehlungen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen früh. Servus, ciao.